oder die Kraft aus Thailand, aus Kusamet. Hey Leute, ich bin Mac Taverick. Ja, wir sind hier in einem tropischen Land. Hier wachsen einfach mal genau die Pflanzen an freier Natur, die bei uns in der Wohnung wachsen. So wie auch diese Geigenzeige hier hinter mir. Und deshalb möchte ich euch mal alles zur Pflege dieser Pflanzen sagen, damit ihr auch so schön gedeihende Pflanzen habt wie hier draußen. Als erstes möchte ich mich mal hier für das Nebengeräusch entschuldigen, aber das ist das Meer, da kann ich nichts gegen machen. Kommen wir als erstes mal zum Standort der Geigenfeige. Der ist nämlich wichtig und sollte mit Bedacht gewählt werden. Erstmal braucht die Pflanze viel Platz, ihr könnt das sehen, das ist hier ein richtiger Baum. Man kann den natürlich schneiden, dazu komme ich später nochmal und kleiner halten, aber eine gewisse Größe sollte er schon erreichen und Platz sollte er haben. Zudem benötigt er viel Licht und auch viel Wärme. Ja, ihr könnt das hier vielleicht so ein bisschen sehen. Der hat hier ein paar gelbe Blätter, weil der steht hier schattig. Und deshalb kriegt er ein paar mehr gelbe Blätter, die dann abfallen. Und das wollt ihr ja nicht haben. Ihr wollt ja eine richtig schöne grüne Pflanze haben. Deshalb, wie gesagt, viel Licht und Wärme. Sollte nicht kälter als 15 Grad sein. Trockene Heizungsluft mag er auch nicht. Also nicht direkt an der Heizung stellen. Ja, und mehrfache Standortwechsel. Die verträgt er auch nicht. Ist im Prinzip so ein bisschen vergleichbar mit so einem Ficus Benjamini. Ja, wie schaut das mit dem Gießen aus bei der Pflanze? Da ist es so, dass ihr die Erde immer feucht halten solltet, aber bitte nicht nass. Wenn die Erdoberfläche abgetrocknet ist, dann gießt ihr nach. Achtet wirklich darauf, dass die Pflanze keine Staunässe erhält, denn ansonsten gehen die Wurzeln kaputt. Ihr kriegt auch wieder vermehrt gelbe Blätter, die dann abfallen und irgendwann kann sogar die ganze Pflanze verfaulen. Staunässe ist tödlich. Wie gesagt, ja, so gießen. Wenn die Erdoberfläche abgetrocknet ist, dann eben neu gießen. So, wie sieht das mit dem Düngen der Pflanze aus? Da einfach während der Wachstumszeit, sprich von April bis September, alle zwei Wochen, drei Wochen vielleicht reichen auch, mit einem geeigneten Dünger düngen. Da kann man einen Ficus Benjamini Dünger zum Beispiel nehmen, also eigentlich einen herkömmlichen Dünger für Grünpflanzen. Ich habe euch da mal einen passenden verlinkt. Und da fahrt ihr dann auf der guten Seite mit. Aber wie gesagt, im Herbst und Winter auf gar keinen Fall düngen, weil da legt die Pflanze eine Wachstumspause ein. So, dann kommen wir mal zum Schneiden. Ich hatte ja gesagt, ihr müsst die nicht so groß wachsen lassen wie hier. Das ist ja schon viel, viel mehr als Deckenhöhe. Dieses Exemplar ist wahrscheinlich, ich würde sagen, 4 Meter groß, fast 5 Meter. Das könnt ihr natürlich zu Hause nicht erreichen. Ja, man kann die schneiden. Am besten macht man natürlich das im Frühjahr vor dem Austrieb. Das heißt, so März, April ist ein guter Zeitpunkt. Und die Pflanze ist sehr schnittverträglich, ähnlich wie der Ficus Benjamini. Selbst aus dem älteren Holz treibt er nochmal aus. Aber achtet darauf, da ist so eine Pflanzenmilch drin. Manche können darauf allergisch reagieren. Deshalb zieht euch Handschuhe an und achtet auch darauf, dass ihr diese Milch nicht irgendwie auf Stoff bekommt, auf eure Klamotten oder auf den Teppich. Weil da bekommt ihr das eigentlich so gut wie gar nicht mehr raus. Ja, dann könnt ihr die verholzten Triebe nehmen, die noch nicht so dick sind, und ich sag mal, die so wie so ein kleiner Finger so dick sind, die könnt ihr zum Vermehren nehmen. Einfach in feuchte Erde reinpacken, das Ganze warm aufstellen bei ungefähr 25 Grad, die Erde dauerhaft feucht halten und nach 6 bis 8 Wochen würde der Steckling dann wurzeln und ihr könntet euch so eine eigene Pflanze selber ziehen. So, jetzt hatte ich euch ja gesagt, dass ich euch nochmal einen allgemeinen Tipp geben wollte, den ihr für all eure Pflanzen anwenden könnt. Und zwar ist das darauf zu achten, wo die Pflanze herkommt. Diese Pflanze hier, die Geigenfeige, die kommt ursprünglich aus den westafrikanischen Tropen, wächst aber auch hervorragend hier in Thailand, wo wir auch im tropischen Gebiet sind. Und wenn man das weiß, dann muss man einfach mal die klimatischen Bedingungen berücksichtigen. Und die sind hier also, es ist warm, es ist eine hohe Luftfeuchtigkeit da und wir haben viel Sonne. Und das Ganze schon mal so ein bisschen bei der Pflege und auch beim Standort berücksichtigen. Und dann fährt man bei all seinen Pflanzen gut. Ja, ich hoffe, ihr konntet mich trotz mehr verstehen. Es rauscht ein bisschen. Ja, wenn ich oder wenn ihr das Video seht, dann bin ich schon wieder zu Hause. Also Bude ausräumen oder irgendwas ist nicht, Leute. Zudem wohne ich sowieso sehr minimalistisch. Ja, ich hoffe, das Video war informativ. Also gebt mir einen Daumen nach oben. Bis dann, euer Mac Taverick.